Heute Morgen hat mich die E-Mail von Erstöd aus Norwegen erreicht. Er war kurz auf Grow Life, hat sich 4-5 Videos angesehen, sagt er. Und er möchte mich fragen, was ist das, die Metaphysik? Wozu brauchen wir das? Und was ist ja naturell? Da ist mir dann gleich eingefallen, ein Gleichnis von Franz Kafka, und zwar der Bote des Kaisers. Und diese kleine Parabel geht so, dass der Kaiser ein neues Gesetz erlässt und einen Boten aussendet, der dieses Gesetz unter seine Untertanen bringt, in das Volk hinausbringt. Und so verlässt er den Palast. Dieser Palast wird als ein riesiges Konstrukt dargestellt mit unendlich vielen Gängen, also wie wir es von Kafka kennen, ein Labyrinth. Und wenn der Bote mit der neuen Verordnung dieses Labyrinth verlassen hat, den Ausgang gefunden hat, ins Freie hinaus, dann gilt es noch, jeden einzelnen Haushalt, jedes Haus, jede Wohnung zu erreichen, um das neue Gesetz zu verlautbaren. Vielleicht schlägt das auch draußen an den Marktplätzen, dass langsam einer nach dem anderen eben davon unterrichtet wird und dann dem neuen Gesetz eben folgen kann. Das heißt, dem Willen des Kaisers, von dem diese Verordnung ausgegangen ist. Der Bote symbolisiert in diesem Gleichnis, möchte ich sagen, die Metaphysik. Und der Kaiser symbolisiert den Willen des Universums, den göttlichen Willen des Universums, und ist unerreichbar. Der Kaiser ist unerreichbar. Der Bote könnte uns eventuell über den Weg laufen, aber ganz bestimmt und garantiert werden wir das Gesetz kennenlernen. Entweder hören wir davon, lesen wir davon, jemand anderer unterrichtet uns davon, oder wir werden von dem Gesetz erfasst oder gar verfolgt, falls wir es eben nicht einhalten und ihm widersprechen. Das ist etwa das, wie man da den guten Franz Kafka interpretieren kann. Und es gibt auch ein ähnliches Gleichnis im Srimad Bhagavatam, eine heilige Schrift Indiens, wo Gott Krishna durch auch einen Palast marschiert mit Tausenden von Zimmern und jede Tür öffnet, um da eben eine frohe Botschaft zu verkünden. Und das dauert natürlich Ewigkeiten, bis Gott Krishna dann eben eine andere Idee entwickelt, wie er die Leute unterrichten kann. Telefon war es noch keines, aber er hat den Leuten halt in die Seele gesprochen. Er hat das Gesetz in das Herz der Menschen geschrieben, so auf diese Art. Was bedeutet das für die Frage aus Norwegen, dass wir persönlich eben mit dem Präsidenten, mit den Gesetzesmachern nicht in Kontakt kommen können? Es ist auch daher von mir keine Empfehlung, da jetzt theosophische Expeditionen zu unternehmen, außer man ist schon wirklich sehr gut instruiert mit Hilfe von Grow Life und den Büchern des Lebens. Ansonsten würde ich eher davon abraten, also ähnlich wie ein Gesuch an den Kaiser stellen, ihn doch einmal kennenzulernen, und das wahrscheinlich auch noch ohne triftigen Vorwand, also einfach nur um zu sehen, dass er da sitzt, der Kaiser, dass er keine Illusion ist, dass da nicht irgendeine Marionette sitzt. Dafür wird der Kaiser sich eben schwer hergeben. Da müsste es schon einen triftigen Grund geben, einen Sinn
verweisend auf den Sinn des Lebens, dass man da wirklich was Sinnvolles, Evolutives beiträgt, dass man dann ganz persönlich besucht wird, heimgesucht wird. Und ansonsten ist das spirituelle Leben eben auf diese Gesetze, auf diese Mechanik oder auf die Wirkungskräfte hinter der Physik beschränkt. Davon müssen wir ausgehen. Kann sich äußern in Koinzidenzien, also in sinngemäßen Zufällen und in anderen wundersamen Leitungen, Hinweisen, Bestätigungen und auf dieser Ebene. Also könnte man sagen, der Beamtenstaat des Himmels, der uns da, wie jetzt im Internet zum Beispiel, vollautomatisiert mit uns interagiert. Also darauf kann man sich einlassen und da kann man relativ flott erfolgreich sein. Also man kann da jetzt zum Beispiel in der Office gehen, eine Beratungsstelle und sich über die Gesetze informieren. Gibt es auch Gratisberatung oder man konsultiert einen Rechtsanwalt, der kennt sich auch aus mit den Gesetzen. Man kann es auch im Internet einlesen. Also da kommt man auf dieser Ebene eigentlich sehr schnell an die lange Hand der Regierung oder des Präsidenten heran, an die ausführende Hand des Präsidenten heran. Aber persönliche Begegnung ist eine überaus seltene Sache. Das ist die Metaphysik. Also ist die Gottheit der Präsident oder der Regierungschef, dann ist die Metaphysik das Gesetz, nachdem wir alle mehr oder weniger ohnehin wissentlich oder nicht wissentlich leben. Und die Richtung und der Sinn und das Schicksal, ja, unser aller Schicksal, aber auch unser eigenes Schicksal und solche Sachen. Und in diesem Sinn dann auch persönliche Situationen und Ereignisse, als würde ein Richter zum Beispiel oder ein Berater unseren Urteilsspruch geben über uns persönlich. Das ist die Metaphysik kurz erklärt. Und wie wir sie auch finden in dem einen oder anderen traditionellen heiligen Buch, als auch bei dem bewunderten, hochgeschätzten Franz Kafka. Sich nämlich drehen, ja, und von allen Seiten mitnehmen. Und während man von allen Seiten mitnimmt, ja, da wächst man dann wirklich, ja, in den Himmel. Richtig rein in den Himmel. Aber natürlich wurzeln, ja, stark wie eine starre Eiche.